Warte, ich muss glaube ich noch ein Tier haben und dann kann Alea auch so einen Anzug wie wir. Ah, okay. Aber eigentlich hat es ja nicht verdient. Was ich ja noch nicht mal Fackeln im Sturm spielen kann. Es reicht so langsam. Ich hab 3 Fackeln. Mehr kann ich halt nicht machen. Ja, 3 Fackeln wäre mehr gewesen als keiner. Ja, richtig. Die habe ich ja eben erst gebaut. Da sind wir schlafen gegangen. Sleeping Driven. Ja. Bloß, es geht noch nicht so schnell. Immer sind andere schuld. Ja, das ist typisch für alle, ja. Das hab ich gar nicht gesagt. Nimm den Wolf auch mit. Los. Da müssen wir eigentlich genug Zeug haben. Da, hab noch einen Wolf. Alles gut. Nein, nicht heute. Och. Was machst du denn jetzt da? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nicht mal das Messer in der Hand und der hat ihn heute. Ja. Ja, doch heute. Ich hab euch jedenfalls das Zeug hier in die Werkbank gelegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weather incoming. Also theoretisch müsst ihr jetzt alles haben. Guck mal, hab noch einen Hasen gefangen. Ja, der Hase ist real. Hase. Knuspernase. Also ein Puma kann man noch häuten hier in der Bank. Aber kein Elefant, ne? Ne. Und ein Zebra geht auch. So, auf jeden Fall an der Stelle wieder Hallo an euch alle da draußen zu der heutigen Folge von Icarus. So, wir gehen auf Tour Richtung Mission. Alea ist ausgestattet, wir haben alle die höchstmögliche Wärmeschutz an, nämlich hier Fell. So sieht das Ganze aus, wenn man es trägt. Ich muss es noch rausnehmen kurz. Ah. Und dürfen es weg. Ich wollte es euch gerade zeigen. Ah, da ist er. Ich hab es bemerkt. So. So sieht das Ganze aus. Hier im Motenshow. Oh ja, gib's mir, Dirk. Gib mir dein Lächeln. Ist eure Bogen kaputt? Nein. Leicht beschädigt, aber wie macht man das denn mit dem Reparieren? Gehst du an die Werkbank? Ja. Dann drückst du den Bogen an, wie du normalerweise die Sachen reparierst und dann. Mir fehlt irgendwas zum Reparieren. Ja, was sind Knochen? Knochen? Ach, ich bin gar nicht in der Werkbank. Ich bin nicht in der Werkbank. Mein Fehler. Ja, mir fehlen Knochen, ja. Ach, mir fehlen Knochen in der Werkbank. Ja, hier sind Knochen in der Werkbank. Ich nehme mal welche. Ja, bitte schön. Und ich kann sie da drin lassen. Ja, hab ich. Repair. Repair. Okay, alles klar. I'm ready. Auf zum Abenteuer. Auf ins Abenteuerland. So, ich hab's mal rot markiert. Tür zu? Okay, dann los. Ja. Essen habt dabei? Ich muss. Ja, hab ich. Ja, nö, ich hab kein Essen. Ja. Alle, ja. Ich hab nur Frisches dabei. 16 Stück Fleisch. Alles gut. Ja, bisher war es eigentlich immer so, dass ich genug unterwegs fand, aber es schadet auch nicht, noch was dabei zu haben. Ja, ich habe 7 normales Stück Fleisch. Komm mit ins Abenteuerland. Auf diese schöne Reise. So. Ist das irgend so eine Kinderserie? Das weiß ich. Nee, das ist... Das ist pur.
Das ist pur. Das ist, nein, das ist auch sonst irgendein Kittersäge. Ja, dann eher durch Zufall. Dafür ist es nicht komponiert worden, eigentlich. Soweit ich weiß, zumindest. Oh, guck mal, der Stein sieht aus, als hätte er ein Gesicht. Und würde lächeln, ne? Mit viel Fantasie. Ich habe viel Fantasie. Linien. Ich habe zwar keine Gesundheitssalbe gekriegt, aber ich sammle trotzdem mal. Ja, Entschuldigung, aber ich habe ja auch noch nicht alles bekommen. Was brauchst du denn? Das habe ich aber auch schon öfters gesagt. Nein, das haben wir nicht gehört. Ja, du brauchst noch diese Seerosendinger, aber ich kann ja nicht alles besorgen, ne? Was für Seerosendinger? Nicht Seerosen. Nein, ich brauche Harz. Ach so, du brauchst es. Ja, aber ich krieg kein Harz, wenn ich Bäume fälle. Ja, was weiß ich, wie sollen wir denn sonst Harz bekommen? Anscheinend kriegt man das dann wohl nicht hier in dem Spiel. Du meinst, dieses Spiel... Lernen oder sowas. Dieses Spiel hat Harz, kriegt aber kein Harz. Harz. Er ist ein Killerhase. Häutung. Also ich habe irgendwie nicht gesehen, dass der Hase dir was getan hat. Aber doch, okay. Hat der. Ja? Bist du sicher? Ja. Habe ich gesehen. Dann ist ja gut. Ronny schon weg? Keine Ahnung, wo der Ronny schon wieder abhängt. Ja, ich bin der Mission am Folgen. Wenn ich kein Fleisch brauche, jage ich auch keine Hasen. Ja, du. Dirk braucht das halt. Ja, ich muss da in Übung bleiben, sonst mache ich ja nicht mehr so viel Schaden. Aber wir müssen da hinten hin, ne? Wer hat denn da mit einem Wolf zu kämpfen? Ich? Ah, da ist der Fall. Hallo. Aua. Wenn du den Wolf häutest, ne, dann brauchst du den Feind nicht aufzusammeln. Ach so. Seid ihr schon in der Schneewelt? Nö. Ey, das sollte ich wieder fallen lassen. Ein Schneehase. Der Türk ist schon... Ey, du sollst ihn nicht hochnehmen. Da musst du schon dein Messer hinhalten. Dann musst du das Messer in die Hand nehmen, weil dann häutest du den. Ich geh mal zu Dirk. Okay. Ich sammle nur gerade hier. Ja, wir müssen ja offensichtlich in die Waldlandschaft. In die Schneelandschaft. Oh, ich hab den Ochsen getötet. Entschuldigung, ich wollte mal testen, ob das auch mit einem Schuss geht. Und ging's? Klar. Ich mache ja nur ein bisschen Schaden. Was genau hast du geskillt? Jagd und Bogenschaden. Ja, wo ist denn bitte Bogenschaden? Da musst du etwas weiter zur Seite gehen. Ach so, Kampf. Geh auf Kampf, ja. Ah. Taktik, Kampf. So, wenn ich jetzt noch einmal Dings kille, kann ich auch Seebären Klamotten bauen. Und Eisbären. Oh, es gibt also ein extra Solo-Spiel. Talentebaum. Ah, ich hab den Behälter gefunden. Okay, wo hast du den? Sollen wir zu dir kommen? Oh, ich habe mein Messer weggeschmissen. War eine schlechte vielleicht Idee. Keine schlechte Idee, ja. Ja, wo steckst du denn schon wieder? Roter Punkt. Immer noch roter immer Punkt. Noch ja, ich bin durch ein roter Punkt. Ich höre einen Wolf. Er kann ruhig kommen. Eine Gerätekomponente ist da drin. Da ich nichts mehr tragen kann, müsste die jemand anders nehmen. Ich kann auch nichts mehr tragen. Doch, ich... Ja, ich... Ich kann. Ich kann auch tragen. Ich kann aber nicht so schnell so viel laufen wie ihr. Warum? Weil ich das geskillt habe. Naja, ich auch. Deswegen... Ich nicht. Finde den Fehler. Ich konnte das. Ja.
Das ist schon richtig. Dafür bist du halb der Superjäger. Die Dinger stehen auch immer auf dem Berg. Echt? Ja, ich weiß auch nicht immer warum. An so einem Abhang. Okay. Weather is incoming. Nur eine Regenschauer. Okay, hallo, dann gucken wir mal. Ja, mich hat gerade ein Wolf angegriffen. Ich war in die falsche Richtung gelaufen. Ja, du musst hier hochkommen. Ja, muss er ja nicht. Wir müssen ja weiter. Noch einer. Du Schweinewolf. Schweinewolf? Siehst du eigentlich die Punkte, wo wir das bergen müssen? Ja. Ah, ja, jetzt siehst du auch. Er ist ganz weit unten im... Das ist der letzte. Hammer! Genau. Was war das für ein Wolf? Ey, ich bin tot. Was? Ja, mich hat ein Wolf angegriffen, aber ich hatte keine Chance gegen zu gewinnen gerade. Tatsächlich. Er kam bloß von hinten angesprungen. Also ich stieg quasi unten. Ich wollte zu euch hochkommen, dann kam er von hinten angesprungen. Eigentlich nur ein ganz normaler 42er. Nee, ich hab schon mit dem Eisenmesser drauf geklopft. Er visiert dich nicht an, jetzt. Ich hab mit dem Eisenmesser drauf gehauen, aber. Wir müssen nach links, weil wir sind hier in einem Tal drin. Und jetzt kommen wir als nächstes in die Schneezone. Hast du? Ey, was ist das denn schon wieder? Ich dachte, du hättest den gehabt. Jetzt hab ich ihn. Hab ich so schön alles da reingezogen. Naja, heute ist nicht mein Tag. Ich komm wieder, alle Tage. Und so, weiter? So, das heißt, ich brauch Nahrung jetzt. Trinken habe ich. Achte. Ja. Hast du? Ich dachte was Besseres. Nee, nimm das mal. Glaub mir. Verbrauchen wir erstmal ruhig den ganzen Stack. Ich bin wassermäßig schon komplett voll. Ja, dann gibst du mir wieder, wenn du sie nicht haben willst. Ja, jetzt hab ich sie. Ich hab ja selber solche Dinger. Ich wollte ein Stück Fleisch haben. Ja, dann sag das doch mal. Wo ist das denn schon wieder? Warte, komm mit. Hab's wieder genommen. Bei Fleisch macht ja auch Lebensenergie hoch. Lumpa, Lumpa, Dickeri, du. Alles, was du isst, macht die Lebensenergie wieder hoch. Nein. Doch, nur so nicht alle gleich. So. Hat jetzt jemand noch Sauerstoff? Ja. Weil Sauerstoff ist bei mir jetzt auch ausgegangen. Ja, ich bin fast voll, von daher kannst du haben. Wir haben hier noch was. Durch Sterben habe ich natürlich ziemlich viel verloren. So, jetzt lass uns Richtung Schneewelt. Ja, dann sollten wir vorher aber doch noch sammeln. Was willst du denn noch sammeln? Oxid? Oder wie viel hast du bei? Oxid gibt es sicher auch in der Schneewelt. Ich habe auch noch einen kompletten Stack bei. Gut, dann haben wir noch Plastik. Also, dann hast du doch reichlich. Roter Punkt. Roter Punkt. Dann lauft aber in die falsche Richtung. Wo läufst du? Nee, wir können nicht Richtung roter Punkt, das geht nicht. Wir müssen Richtung Osten. Wir müssen Richtung grüner Punkt. Weil das Tal macht hier so eine Biegung. Ja, hab ich gesehen. Hier ist Oxy. Schon Lea, wenn du zwei Stacks bei hast, brauchst du nicht abzubauen.
Ich hab nicht zwei Sticks bei, Dirk hat einen dabei. Ich hab einen, ich hab den einen Stack hab ich da gekriegt von Alea. Genau. Ja. Wo bist du, Ronny? Ich stehe hier. Direkt neben dir. Da haben wir doch eben abgebaut. Ja, wir sind hier noch nicht gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug. Bodo bum bum bum, bodo bum bum bum. Oh, da vorne ist ein Elch. Ne, ist ein Bär oder was ist das? Ein Bär. Auf der rechten, auf der linken Seite. Ja. Ah, ich sehe ihn. Hä? Warum kann ich das nicht sammeln? Richtung Schneeding rüber. Vielleicht trifft er die Eisbären. Das Problem ist... Wir müssen uns beeilen, damit wir an dem vorbeikommen. Sehr sicher. Oh, Schneesturm. Hier ist ein Schneesturm. Oh. Hier musst du was bauen. Bau hier was. Auch erst. Ja, erstmal wieder aus der Welt raus. Dann haben wir das Problem nämlich gar nicht. Ganz plötzlich gekommen gerade, ne? Ja. Das ist geil. Oh, das wird so bleiben, ne? Naja, es wird besser. Wir sind aus der Welt raus. Ja, wir sind ja aus der Welt rausgegangen und schon. Ich glaube, dass das, wenn wir einen Dings bauen können, wir erstmal die Eisbär-Klamotten dann, Das hört sich an, als ob der Bär näher ran ist. Also, der Schneesturm kommt auf jeden Fall. Weil sobald du da reingehst, kommt das. Nicht mal sobald du da reingehst, sobald du hinter den reingehst sogar. Aber ist aber fast vorbei. War nur noch ein paar Minuten zu warten, dann ist ja vorbei. Pumpa Pumpa. Schicke die du da. Ja, der Bär ist da hinten, der läuft gerade wieder runter. Bei dem ist auch wieder ein Wolf. Oh, jetzt krieg ich Schaden durch das, durch den Schneesturm. Dauert noch ein paar Minuten. Wir haben es fast. Der Bär ist jetzt wieder abwärts unterwegs, also den haben wir aus dem Weg. Ist fast vorbei. Ist jetzt am Ende. Ich gehe mal kurz rein, dann geht ja, das noch. Eben, vor kurz rein hast du, kriegst du keinen das Schaden. Das nächste, was wir auf jeden Fall finden müssen, ist Wasser. Aber wir können los, ist fast vorbei. Hängt dann da hinten ist direkt ein Wolf. Auf der linken Seite. Ja, ja, ich bin auf der rechten Seite drauf. Ah, da ist noch ein Wolf. Da war ein Wolf. Also ich krieg immer noch Schaden und du? Ja, ja, ich auch. Aber jetzt ist vorbei. Ist kalt.
Kalt ist mir auch. So, das machen, was man nun mal macht, wenn einem kalt ist. Überlebenskünstler Stufe 4. Überlebe 20 Stunden lang auf dem Planet. Eisbär links, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Da sind wir jetzt. Wer hat denn den grünen Marker da gesetzt? Alea, du hast deinen grünen Marker verstellt. Ja, damit wir da in die richtige Richtung Eiswald laufen. Ach so. Also ich gucke auf die Karte, aber ist okay. Ja, du vielleicht. Also wir müssten uns bald nochmal aufwärmen. Glaube ich. Ein Feuer machen. Nee, glaube ich nicht. Also der Kälteanzeige bei mir ist stehen geblieben. Ich bin wirklich kälter. Okay. Dann aber ganz minimal, doch jetzt wieder. Ganz minimal nur wird es mir kälter. Aber der Schneesturm ist fast vorbei. Davon ist noch ein Eisbär. Ja. Ich würde gerne, wenn ihr da bleibt, würde ich gerne mal gucken gehen, welches Level der hat. Ja, ist okay, versuch mal. Viel Spaß. Ihr bleibt ihr da oben irgendwo auf dem Stein stehen, wo er nicht drauf kommt, ja? Ja. Also sich immer unbedingt mit den Wildtieren anlegen muss, ne? Lass mir was übrig, Doc. Ich würde gern mitschießen. So, der Sturm ist vorbei. Also ich komme da nicht, kann nichts sehen. Erst wenn ich anschieße, aber bewegt sich weg. Also hier bist du noch in der Position, wo du nicht gesehen wirst. Wenn der sich gleich rumdreht, dann sieht er uns. Ja, dann lauf. Ja, ich bin ja nicht der Letzte. Ach so. Ja. Ah, das Wasser. Ah. Sieht das nur an, ne? Nee, das ist irgendwie so eine Erdspalte oder so. Ich dachte da hinten. Ob man da reinspringen kann? Ja, aber ich würde es nicht probieren, Alea. Ich muss wieder gehen. Oh. Auch wieder so eine Spalte. Also offensichtlich muss man aufpassen, wo man läuft. Oder wir probieren es halt doch aus. Alea, lass es gut sein. Ah, mir gefällt aber die Wüste besser, muss ich sagen. Auch wenn die hier ziemlich ist öde, wüst, ne? Ist. Nichts los. Ja. Ah, kommt der nächste Strehsturm. Verdammt. Das heißt, wir sollten uns, bevor das kommt, erstmal wieder was aufbauen, ne? Ja, das heißt das. Das ist natürlich dann schön hier sagen, irgendwie. Hier vorne irgendwo? Ja, hier ist so ein bisschen ebener. Hier so. Warum können wir eigentlich keine Schneeballschlacht machen? Ich baue schnell Stein ab für Feuer, ne? Ja. Dann können wir direkt auf Fleisch machen. Feuer, ich hab Steine jetzt gleich. Hier wird nämlich wieder kühlen. Ja, also ich brauche nur mal meine Zeit zum Bauen. Kann ich das bauen? Warte, ich muss. Lass mal das im Wie kommen. Wo haben wir Steine? 18 Steine habe ich jetzt. Weil ich habe noch 14 Fleisch, habe ich noch. Hat noch einer Stücke? Ja, ich. Ja. Wie viel brauchst du denn? Hab ich jetzt da hingeschmissen? Ja. Oh.
Hä, wo sind denn die Wände hin? Mensch, das nervt. Ich habe doch Wände gebaut. Ne, anscheinend habe ich keine Wände gebaut. Ich glaube, dann werden wir hier sterben. Ich habe anscheinend keine Wände gebaut und ich habe kein Holz. Also, ich kann auch keine bauen. Holz habe ich jetzt auch nicht. Holz habe ich keine besorgt. Verstehe ich zwar nicht, ich meine, ich hätte das alles gebaut. Was ist mit Fasern? Hast du Fasern? Ja, Fasern habe ich. Ich brauche nur Holz. Ich baue auch Fasernwände. Ja, das Feuer geht auch immer wieder aus. Ich glaube, es ist besser. Habe ich auch nicht genug. Ich habe auch nicht genug Fasern. Falls ihr noch Fasern habt, macht sie mir in den Feuer rein, dann versuche ich es. Ich verstehe das nicht. Ich habe das eigentlich alles gebaut. Einfach irgendein enges Teil bauen, was schnell fertig ist. Ich bin doch schnell fertig. Bin fast tot. Irgendwie kann ich auf einmal nichts mehr bauen. Ich auch. Bin tot. Ja, weil du tot bist. Wir sind alle jetzt gleich tot. Bin wieder tot. Ja, jetzt sind wir alle tot. Ja, ist meine Schuld. Tut mir leid. Also ich hätte schwören können, ich hätte die Wände gebaut. Ja, wie man sieht, da bröseln eh. Wir halten eh hier den Sturm nicht stand. Ja, wieder zurück zum Anfang. Deswegen denke ich mal, was kleineres bauen, dann können wir dann auch in Stand halten. Ja, das waren ja jetzt Strohwände. Normalerweise baue ich ja Holzwände. Ja, aber wenn du die Strohwände wenn du einen kleineren Raum baust, können wir die ja immer wieder reparieren. Die Holzwände halten ja, Alia. Aber jetzt wollte ich erstmal wieder eine Axt. Verdammte Scheiße. Naja. Gut. Wir danken euch jedenfalls wieder fürs Zuschauen und ja. Das war ein schlechter erster Anlauf. Schlecht vorbereitet von mir. Tut mir leid. Bis dann. Tschüss.